In Battle Beasts My Beast stelle ich euch kurz eine Battle Beast Figur aus meiner Sammlung vor. Diesmal Zarriganian, die 85. Figur aus der vierten Toyline der Laser Beast oder wie sie bei uns genannt, der Sonnengladiatoren-Serie von 1987. Herausgebracht von der japanischen Firma Takaratomi bzw. wurde von Hasbro weltweit vertrieben. Worum geht es eigentlich in Battle Beasts? Hier der damalige coole Werbetrailer. Battle Beast Wool Fire! Fire burnt wood! Battle Beast Fire! Water! Water put out fire! Battle Beast Water! Wood! Wood beats water! Battle Beast! Battle for the fun of it! Just activate their battle badges. I got fire! I got water! Water beats fire! Battle Beast! Wood! Fire! Fire beats wood! Battle Beast! Can grow into an army! Collect all 84! Battle Beast! Battle Beasts funktionieren nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. In diesem Sinne, Feuer schlägt Holz, Holz schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. Während Hasbro die Beasts namenlos ließ, erhielten sie in Japan einen Hintergrund und wurden ins Transformers G1-Universum integriert. Deshalb wird auch von Beastformers gesprochen. Während die Beasts mit dem Ruppelsymbol sich in die Gruppen Autobots und Decepticons aufteilten, sind die Laser Beasts eine dritte Fraktion, die beide bekämpfen. Sie lebten bisher unter der Oberfläche des Planeten Beast und wurden von den mächtigen drei Weisen erschaffen. Mit den Linsen in den Brustpanzern ist es möglich, künstliche Sonnenenergie zu absorbieren und zu speichern, um selbst Strom zu liefern. Nachdem ihre unterirdische Stadt und künstliche Sonne zerstört worden war, betraten die Laserbeasts die Oberfläche. Nun war es an der Zeit, die Sonnenenergie der realen Sonne aufzunehmen, was zum Konflikt mit den anderen Battlebeasts führte. Zarriganian, der mächtige Hummer. Mit seinen Scheren zerschneidet er selbst die härtesten Metalle, kann selbst die tiefsten Meerestiefen erreichen und führt die Unterwasserstreitkräfte der Sonnengladiatoren an. Er sieht echt toll aus, unglaublich detailliert und durchdacht. Der Kampfanzug ähnelt einem Tauchanzug. Die Bemalung ist einfach, ein paar Punkte am Anzug und die Augen und doch ausreichend. Selbst die schnittige Waffe mit dem Hummerschwanz ist auf die Figur abgestimmt. Welche Stärke verrät sein Sonnenauge? Es ist Holz. Das war Zarriganian aus meiner Battle Beast Sonnengladiatoren-Sammlung. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!